Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Evangelische Kirchentag am vergangenen Wochenende hat in diesem Jahr ganz unter dem Eindruck des 500-jährigen Reformationsjubiläums gestanden. Viele tausend Gläubige haben sich in Berlin und in Wittenberg getroffen, um ein Fest des Glaubens und der Toleranz zu feiern. Die Religionsfreiheit ist eine zentrale Frage heutiger Menschenrechtspolitik. Der Umgang eines Staates mit der Religionsfreiheit zeigt im Besonderen, wie es dort um Menschenrechte steht. Der 12. Menschenrechtsbericht zeigt, dass das Recht auf Religionsfreiheit zunehmend gefährdet ist. Deshalb fordern wir in unserer heutigen Entschließung erneut explizit eine umfangreichere Befassung mit dem Menschenrecht auf Religionsfreiheit im nächsten Menschenrechtsbericht der Bundesregierung. 2016 wurde auf Initiative der CDU-CSU erstmals ein Bericht der Bundesregierung über die weltweite Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit vorgelegt und diskutiert. Und kurz vor Ende der Legislaturperiode möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, bei Ihnen allen für eine Verstetigung und Weiterentwicklung des Religionsfreiheitsberichtes zu werben. Für uns bleibt auch für die kommende Wahlperiode dieses Thema ein zentrales Anliegen. Bahai, Ahmadiyya, Rohingya, Jesiden, Shabak, Aleviten, Juden, Muslime, Schiiten und Sunniten, Tibeter, Uiguren, Christen aller Konfessionen und Traditionen werden Opfer von gezielter Gewalt und auch Terrorismus. Die Christen sind die weltweit größte verfolgte Religionsgruppe. Vor wenigen Tagen starben beim Angriff auf koptische Christen in Ägypten wiederholt Dutzende Menschen. Die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats hat die Tat für sich reklamiert. Die mit Abstand meisten Opfer von IS sind weiterhin Muslime. Das dürfen wir nicht übersehen und auch uns nicht spalten lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im aktuellen Menschenrechtsbericht sind Themen hervorgehoben, die uns im Parlament vielfach beschäftigen. So der Schutz von Menschenrechtsverteidigern und die Folgen repressiver NGO-Gesetze, die die Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft in immer mehr Ländern massiv einschränken. Und der Brennpunkt Shrinking Space zeigt deutlich, welch enorm wichtige Rolle eine handlungsfähige Zivilgesellschaft für Menschenrechte und Demokratie hat. Deshalb ist es von Bedeutung, offenzulegen, wie manchmal ganz offen und manchmal sehr subtil Regime die Daumenschrauben anziehen. Im Aktionsplan Menschenrechte verweist der Bericht auf Zielvorgaben und Strategien in den kommenden Jahren und benennt konkret 22 Schwerpunkte und Maßnahmenbündel zu deren Umsetzung. Als Große Koalition formulieren wir im Entschließungsantrag 10 konkrete Forderungen an die Bundesregierung. Vom konkreten Monitoring des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte bis hin zu einem Brennpunktthema, das sich dem weltweiten Problem des illegalen Organhandels widmen soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist der chinesische Regierungschef in Berlin zu Gast. Die traurige Wahrheit ist, die Menschenrechtslage in China hat sich seit dem Amtsantritt von Xi Jinping sogar noch weiter verschlechtert. Es gibt noch brutaleres Vorgehen gegen Menschenrechtsanwälte und Aktivisten, gegen Blogger, hohe Haftstrafen und Repression. NGOs werden durch neue Sicherheitsgesetze an die Kette gelegt, die Internetzensur weiter verschärft. Wer mehr Freiheit fordert, dies im Übrigen nur öffentlich äußert, wird jahrelang weggesperrt. Und besonders dramatisch bleibt die Lage für Uiguren und Tibeter. Die systematische Zerstörung von religiösen Heiligtümern der Tibeter, aktuell der bedeutenden Lehranstalt Larungga, und die brutale Unterdrückung dieser einzigartigen Kultur des für seine Friedfertigkeit bekannten Volkes ist einer so alten und großen Kultur wie der chinesischen völlig unangemessen und trägt nicht zur Verbesserung des Ansehens von China in der Welt bei. Die Bundesregierung sollte neue Möglichkeiten nicht vorbeiziehen lassen und jetzt eine aktivere Rolle in den Beziehungen zu China spielen. Bei den Themen Freihandel, Klimawandel und auch die Chance nutzen, ein neues Kapitel im Bereich Menschenrechte aufzuschlagen. Ohne zu poltern, den Finger in die Wunde legen. Dramatische Berichte über brutale Umerziehungs- und Zwangsarbeitslager, das Wissen über die weltweit meisten Hinrichtungen und der Handel mit Organen von Strafgefangenen müssen auch von Berlin deutlicher angesprochen werden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir haben ja nur noch 2 Sitzungswochen,
auch dort noch einen Antrag auf den Weg zu bringen, der genau das in den Fokus nimmt, nämlich den illegalen Organhandel. Im Übrigen, wir sollten auch die Zeit nutzen, bis Ende Juni einen Punkt zu setzen für die Opfer der Colonia Dignidad. Auch daran arbeiten wir noch, denn Deutschland hat auch hier eine moralische Mitverantwortung. Ich will zurückkommen zu China. Ende 2016 fand der 14. Menschenrechtsdialog zwischen China und Deutschland statt. Für die chinesische Seite sind diese Runden inzwischen sehr bequem geworden. Kritik wird zwar angesprochen, befürchten muss man bislang aber wenig. Dialog, und das will ich in aller Deutlichkeit sagen, darf nicht zum Selbstzweck werden. Dialog ohne echte Konsequenzen ist wirkungslos. Dass Peking den Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages übrigens im Gegensatz zum Wirtschaftsausschuss weiter keine freie Einreise erlaubt, ist ein anhaltender Tiefpunkt in unseren diplomatischen Beziehungen, der nun wirklich nicht länger akzeptiert werden darf. Wir erwarten von der Bundesregierung hier eine aktivere Rolle. Ich sage das auch, weil ich glaube, wenn man nicht völlig das Gesicht bei den chinesischen Gesprächspartnern verlieren möchte, muss deutsche Diplomatie auch vorzeigbare Ergebnisse bringen. Und wenn die vielbeschworene stille Diplomatie im Falle Chinas doch so zielführend ist, jedenfalls angeblich, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, warum die Lage der Menschenrechte in China eigentlich immer dramatischer wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer dramatischer ist auch die Lage in der Türkei geworden. Verhaftungswellen, Abschaffung der Demokratie, Drohung mit der Einführung der Todesstrafe, die Axt am Recht von Meinungs- und Pressefreiheit von Deniz Yücel, im Übrigen mein Pate, ich will an Frank Schwaber anknüpfen, an die Abgeordneten zu appellieren, eine Patenschaft zu übernehmen. Deniz Yücel ist sicherlich kein großer Anhänger der CDU-CSU, aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ist wichtig, dass man nicht nur nach seinen Leuten schaut, sondern auch Leuten, die einem vielleicht nicht immer passen, von denen man nicht alles teilt, aber dass die ihren Job machen können, dass die ihre Meinung sagen dürfen und dass sie ihre Freiheit haben als Journalisten. Dafür kämpfe ich auch im Falle von Deniz Yücel, der natürlich freigelassen werden muss. Und natürlich will ich auch an die Journalistin, die deutsche Journalistin Michal Tolu erinnern und die rund 150 weiteren Journalisten und Verlage. Auch hier dürfen wir nicht nachlassen, deutlich eine Änderung der Türkei einzufordern. Ich will auch erinnern an die Attacken. Ich will auch erinnern an die Attacken nach der Armenien-Resolution. Ich will erwähnen, von DİTİB bis hin zu den unakzeptablen türkischen Geheimdienstaktivitäten in Deutschland und dem irren Vorgang Incirlik. Ein solches Verhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat es bislang im NATO-Bündnis nicht gegeben. Das ist einzigartig und auch dieser Punkt muss endlich weggeräumt werden. Ich wünsche dem Außenminister bei seinen Gesprächen viel Erfolg, aber es muss klar sein, dass nur ein grundsätzlicher Zugang für uns Parlamentarier akzeptabel ist und dass die Spielchen endlich ein Ende haben. Bei grundlegenden Fragen von Menschenrechten darf man sich nicht wegducken. Das gilt gerade in der Tagespolitik. Es ist auch nicht die wichtigste Frage im Übrigen, ob wir die Menschenrechtsverletzungen anderswo ertragen, sondern ich glaube zuallererst ist die Frage, ob die Unterdrückten und Verfolgten in den jeweiligen Ländern, ob in der Türkei oder andernorts, das ertragen können. Denn die zahlen doch in Wahrheit den bitteren Preis für das Wegducken hier. Und sie erwarten zu Recht von uns Haltung und aktive Unterstützung. Diplomaten bei uns und der EU müssen sehr aufpassen, dass manches Wegnuscheln nicht als Feigheit missverstanden wird, die Falschen sogar noch ermuntert. Europa muss ein Akteur sein, der sich auch einmischt international, hat unsere Bundeskanzlerin gestern beim Besuch des indischen Premiers formuliert und wenige Tage zuvor gefordert, die Europäer müssten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Ja, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Und ich will Sie fragen, wie ernst soll man denn eine EU-Kommission nehmen, die sich im Fall Erdogans nach dem Verfassungsreferendum ernsthaft in Wortakrobatik übt, indem sie von roten Linien unterschiedlichen Färbungen spricht und bei der Todesstrafe als die, Zitat, röteste aller roten Linien spricht. Ich halte das für zynischen Hohn gegenüber den Mutigen in der Türkei, die sich noch trauen, den Mund aufzumachen. Auch hier gilt es, stärker Flagge zu zeigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will einen letzten Punkt ansprechen, denn Frank Schwabe hat zu Recht gefordert, wir müssen beim Thema Menschenrechte auch nach innen schauen. Und es braucht diesen Blick nach innen. Unser Land, unser Grundgesetz, unsere Werte werden immer wieder bedroht.
Stellung beziehen, nicht wegducken, ist entscheidend, egal woher die Angriffe auf unsere freiheitliche Gesellschaft kommen. Dazu gehören Menschen, die den Untergang des Abendlandes beschreien, aber in Wahrheit auf aggressive Ausgrenzung setzen. Dazu gehört links- wie rechtsextreme Gewalt. Dazu gehören Erdogan-Anhänger in Deutschland, die alle Freiheiten hier genießen und von hier helfen, die Demokratie in der Türkei abzuschaffen. Da gibt es Menschen, die zu uns gekommen sind und jetzt hier gegen Christen, Jesiden oder Juden hetzen, sie einschüchtern. Dass Konflikte aus anderen Ländern zu uns getragen werden, darf unser Staat nicht akzeptieren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat geurteilt, dass die Scharia unvereinbar mit den fundamentalen Prinzipien der Demokratie und der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist bei uns nicht verhandelbar. Und es ist gut, dass der Deutsche Bundestag in dieser Woche an einer anderen Stelle konkrete Regeln auf den Weg bringt, um Kinderehen zu bekämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Oder wie es uns früher der frühere Bundespräsident Joachim Gauck gesagt hat, jede Politik ist auch Menschenrechtspolitik. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Tom Königs für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.